Thüringen ist es mittlerweile der zweite Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex. Der liegt in seinen Endzügen. Das heißt, bis Mai wird es noch Zeugenvernehmung geben und danach wird der zweite Abschlussbericht geschrieben und es wird aller Voraussicht nach auch keinen dritten Untersuchungsausschuss, weder in Thüringen noch irgendwo anders geben, weil man nicht mehr weiterkommt. Mit den Behinderungen und den Blockaden, die es insbesondere durch Sicherheitsbehörden und da nicht nur Akten, sondern vor allem das Aussageverhalten der Zeugen gibt. Das heißt aber nicht, dass die Aufklärung beendet ist und da können wir gerne dann im Anschluss darüber sprechen, was gibt es denn für Möglichkeiten und wo könnte denn was auch hier in Bremen zum Beispiel passieren. Genau, was ich so ein Stück versuchen werde, ist insbesondere die 90er Jahre und dann eben auch die Verwicklungen des Staates in den NSU-Komplex darzustellen. Der Prozess spielt am Rande mit einer Rolle, allerdings nicht schwerpunktmäßig, weil der Prozess selber wie ein eigener, komplett eigenständiger Vortrag eigentlich wäre. Aber ich kann auch, wenn das Interesse da ist, dann zum Prozess selber noch was erzählen, war glaube ich 20, 30 Mal knapp im Prozess selber mit dabei. Im Hintergrund zu sehen ist ein Bild von dem rassistisch motivierten Pogrom, was es Anfang der 90er Jahre in Rostock-Lichtenhagen gegeben hat. Man kennt heutzutage immer Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen, Hoyerswerda, was allerdings bei den wenigsten auf dem Schirm ist, dass es damals bundesweit, nicht nur in Ostdeutschland, da allerdings gehäuft, auch in den alten Bundesländern so gut wie jedes Wochenende Anschläge, Übergriffe auf insbesondere Geflüchtete, aber auch auf People of Color, Menschen, die schon ganz lange hier gelebt haben, Menschen, die schon längst die deutsche Staatsangehörigkeit hatten, gegeben hat. Und dass die Reaktion der Politik darauf die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl gewesen ist. Das ist deswegen spannend, finde ich zumindest, weil aus meiner Perspektive der NSU-Komplex kein historisch abgeschlossener Komplex ist, sondern etwas, was weiter wirkt und was zum Teil auch weiter besteht. Das ist nochmal spannender, wenn man sich die alten Zeitschriften aus Neonazi-Kreisen anschaut, zum Beispiel Brandenburger Beobachter, die Zeitschrift der Deutschen Alternative, eine in den 90er Jahren dann verbotene Partei. Und da Begrifflichkeiten, ich zitiere mal zwei Sätze daraus. Es ist ein natürlicher Vorgang, wenn sich 95% eines Volkes gegen die Einwanderung von Angehörigen eines fremden Volkes in sein Staatsgebiet wehren. Den bei uns ablaufenden Vorgang der Landnahme durch fremde, missbrauchte Volksangehörige kann man nur als eine von den Hintergrundkräften gezielt herbeigeführte und beabsichtigte Umvolkung bezeichnen. Hier bei uns geht es deshalb nicht um die Asylfrage, sondern um das Recht, uns gegen die Einwanderung Fremder zu wehren. Das, was in den 90er Jahren noch klar als Neonazi-Sprache identifiziert wurde und dann sogar zu einem Verbot einer Partei geführt hat, ist heute die Sprache, die in so gut wie allen Parlamenten, in Talkshows und eben auf der Straße durch die sogenannte Alternative mittlerweile gepflegt wird und gegen die es zumindest in Ostdeutschland kaum noch Proteste gibt und mittlerweile eine Art Gewöhnungsprozess eingetreten ist. Und ich finde, man sollte immer mit darauf achten, welche Sprache wird denn heute verwendet und wo dockt diese Sprache in den 90er Jahren oder eben auch in den früheren Zeiten an. Im Hintergrund hier zu sehen ist ein Bild einer Kreuzverbrennung. Es gab mehrere Kreuzverbrennungen im Stil des KKK. In den Mitte 90er Jahren, die gab es nicht nur in Jena, das Bild ist aus der Nähe von Jena. Und da ist unter anderem mit dabei, hier zu sehen, Uwe Böhnhardt. Auch mit dabei war Beate Zschäpe, Ralf Wohleben, einer der Verurteilten im NSU-Prozess, ist auch mit drauf. Und Holger Gerlach, hier zu sehen, auch Verurteilter, ist auch mit dabei. Das Spannende bei dieser Kreuzverbrennung ist aber, dass neben den ca. 20 Neonazis, die daran teilgenommen haben, auch ein Sozialarbeiter eines kommunalen Jugendzentrums mitbeteiligt war. Hintergrund ist dieses sogenannte AGAG-Programm gewesen, welches Anfang der 90er Jahre durch die heutige Bundeskanzlerin, damalige Ministerin für Familie, Jugend, Senioren und Soziales aufgelegt wurde. AGAG-Programm heißt Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt. Das hatte sozusagen der Auslöser dafür war, dass es kontinuierlich Übergriffe von Neonazis gegeben hat mit dem Ziel der Schaffung sogenannter national befreiter Zonen. Das wurde dann in Presse und Politik als Konflikte zwischen rivalisierenden Jugendgruppen abgetan.
Und um die Konflikte zwischen diesen rivalisierenden Jugendgruppen zu entschärfen, wurde das AGAT-Programm aufgelegt. Was damit passiert ist, ist die Legalisierung zum einen von vormals besetzten Häusern von Neonazis. Beispielsweise in Weimar im Dichterweg war ein besetztes Haus von Faschos und über das AGAT-Programm legalisiert und über das AGAT-Programm Sozialarbeiter finanziert. Da gibt es dann auch die Bilder, die vielleicht der eine oder die andere schon mal gesehen hat, wie Angela Merkel mit Neonazis vor diesem Haus steht und auf dem Haus weht die Reichskriegsflagge. In Jena ist das Beispiel für dieses AGAT-Programm der sogenannte Winzerclub, das sozusagen für den NSU-Komplex einer der entscheidenden Orte, weil dort Mundlos, Bönhard, Schäpe, aber auch die ganzen anderen Namen, die man jetzt kennt, Wohlleben, Kapke, nicht nur ein- und ausgegangen sind, sondern vor allem Infrastruktur zur Verfügung gestellt bekommen haben, bis hin zu Bandproberäumen, Möglichkeiten dort Partys durchzuführen und so weiter und so fort. Und eine dieser Partys ist auf dem Flyer hier abgebildet von 1996, also die Einladung zur Geburtstagsparty von Ralf, Thomas und Rudi. Ralf ist natürlich Ralf Wohlleben. Thomas und Rudi sind auch zwei damals sehr aktive Neonazis, beziehungsweise Rudi eher Hool-Umfeld, also Neonazi-Hool-Umfeld in Jena gewesen. Rassistischer Ausschlussparagraf hinten drauf und das Ganze in einem städtischen Jugendzentrum. Der Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiter, die damals dafür zuständig waren, sahen sich nicht in der Lage, in irgendeiner Form in Konfrontation zu gehen, bis dahin, dass sogar die Holocaust-Leugnung von ihnen akzeptiert wurde. Und im Nachgang, also nach 2011, dann die Sozialarbeiter auch gesagt haben, naja, es hatte doch gar keinen Sinn, mit denen zu diskutieren. Wir sind dann immer gegangen, wenn die Auschwitz geleugnet haben und haben sie erzählen lassen. Um diesen Winzerclub herum ist ja am Ende eine national befreite Zone in Realität entstanden. Heißt, wer sich dort bewegt hat und nicht zu der, die haben sich immer umbenannt, Kameradschaft Jena, nationaler Widerstand Jena oder gehörte oder von ihnen als Feind markiert, identifiziert wurde, der wurde dann eben auch zusammengeschlagen und vertrieben. Die Polizei, die wir im Untersuchungsausschuss in dem ersten gehört haben, die haben mehrfach gesagt, dass es ein massives Problem gegeben hat, weil es weder von den Sozialarbeitern noch vom Jugendamt, die dafür zuständig waren, irgendeine Form der Gesprächsaufnahme gegeben hätte. Und sie als Polizeibeamte hätten dieses Gespräch mehrfach eingefordert, weil immer dann, wenn es zu Übergriffen kam, sich die Neonazis in dem Winzerclub zurückbegeben haben und dort ihren Schutzraum hatten und von den Sozialarbeitern auch geschützt wurden. Ich bin kein Fan davon, dass Sozialarbeiter Erfüllungsgehilfen der Polizei werden. Aber wenn Sozialarbeiter ihre eigentliche Aufgabe massiv vernachlässigen oder der nicht nachkommen und dann sogar Neonazis schützen in den Aktivitäten, die sie begehen, dann sollten sie sich zumindest nicht so nennen. Das dritte Beispiel, weil es eben nicht nur Jena und auch nicht nur Weimar betrifft, ist Johanngeorgenstadt. Es gibt in allen ostdeutschen Bundesländern gibt es die Beispiele dafür. Johanngeorgenstadt ist deswegen mit ausgewählt, weil da die zwei Eminger-Brüder herkommen, also André und Mike Eminger. In Johanngeorgenstadt, wir haben nach 2011 Kontakt mit den Leuten dort vor Ort aufgenommen, um zu erfahren, wie war das bei ihnen. Auch Kreuzverbrennungen und ein Jugendzentrum der AWO, welches allerdings sowohl für links als auch für rechts war. Das heißt, unten waren die Punks und oben waren die Faschos. Und aus Gedächtnisprotokollen der 90er Jahre geht hervor, dass es mehrfach Übergriffe gegeben hat von Nazis, die in der ersten Etage waren, auf die Punks. Und das ging irgendwann so weit, dass die Punks die Polizei gerufen haben. Und dann eben in zwei Gedächtnisprotokollen das Zitat von Polizeibeamten steht, naja, wenn ihr hier unten kifft, könnt ihr dort oben doch auch abhitlern. Wo ist denn da der Unterschied? Das ist so ein Klassiker, der sich durch dieses AGAT-Programm durchzieht. Und dieses AGAT-Programm halte ich für mitverantwortlich für die Stärkung der rechten Szene Anfang und Mitte der 90er Jahre. Bis Ende der 90er Jahre gab es darüber die Finanzierung sowohl für Jugendzentren als auch für Straßensozialarbeiter. Die waren nicht nur auf rechts ausgelegt, aber ein Großteil ist bei rechts gelandet. Und darüber sind in der Konsequenz sogar Neonazis als Sozialarbeiter finanziert worden. Mundlos, Bönhard, Schäpe muss man sich vorstellen als die Kameradschaft Jena und später dann die Sektion des Thüringer Heimatschutzes Jena.
Die drei, und da ist eine Besonderheit, weil in den 90er Jahren Frauen in der rechten Szene oftmals wirklich nur als Freundin von agiert haben oder auch als solche oftmals wahrgenommen wurden. Beate Zschäpe war eine der wenigen, bei der das nicht der Fall war. Die drei begehen ab 1994 diverse Straftaten. Antisemitische, rassistische und dann eben auch Straftaten, Übergriffe, die sich gegen Menschen richten und unter anderem Schändung von Denkmälern für die Opfer des Faschismus in mehreren Städten. Dazu kommt 1995 der sogenannte Puppentorso-Fall. Ignaz Bubis, der damalige Vorsitzende des Zentralrates der Juden, sollte am Folgetag nach Buchenwald kommen und auf der Protokollstrecke, so heißt es offiziell, die er fahren sollte, hing von einer Autobahnbrücke eine lebensgroße Puppe mit Davidsternen auf der Brust herunter. Die hat ein LKW-Fahrer abgefahren und dachte, es wäre ein Mensch gewesen. Daraufhin durchsucht die Polizei das Umfeld und findet im Umfeld unter anderem einen Sektkarton mit einem Teilfingerabdruck von Böhnhardt. Ein weiterer Fall, der dann mit hinzukommt, ist, dass 96 Briefe verschickt werden an die Lokalredaktion der Zeitung in Jena. Und in diesen Briefen ist weißes Pulver enthalten, wo nicht ganz klar ist, in welche Richtung das ging. Es wurde vermutet Anthrax oder irgendwas anderes. Herausgestellt hat sich dann, dass es ein sprengähnlicher Stoff war. Und dann tauchen eben hier im Bild oben zu sehen am Theaterhaus unter anderem dieser Koffer mit Hakenkreuz und TNT darin auf. Daraufhin beginnt das Landeskriminalamt zu ermitteln und kommt relativ schnell darauf, dass es höchstwahrscheinlich Beate Zschäpe, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt sind, beziehungsweise aus deren Umfeld stammt, beantragt eine Observation. Die bekommen sie auch genehmigt für insgesamt 4 Wochen. Von diesen 4 Wochen werden aber nur 3 Tage durchgeführt. Die 3 Tage sind nicht am Stück und es sind nicht mal 2 Tagen die gleichen Polizeibeamten eingesetzt. Also jeden Tag unterschiedliche, die zum Teil nicht mal wussten, wen sie da genau observieren. Die hatten zwar noch die Fotos von Mundlos und Böhnhardt, aber hatten schon keine Fotos mehr von Ralf Wohleben oder anderen. Das liest sich dann in den Observationsprotokollen, die bis heute erhalten sind, so, treffen sich mit einem jungen Mann mit schwarzen Haaren, nicht identifizierbar, wer das ist. Und im Nachhinein der Einzige, der damals in so einer Form aktiv war, war eben Ralf Wohleben. Zielstellung dieser Observation ist es herauszubekommen, wo stellen die denn diese Sachen her, diese Koffer mit Hakenkreuzen, wo werden gegebenenfalls auch die Briefe erstellt und dann abgeschickt und so weiter und so fort. Sie finden nichts, sie finden sozusagen den Ort nicht und daraufhin hätten sie in der Theorie die Observation entweder offiziell beenden müssen oder wegen Personalmangel, das ist der offizielle Grund, der bis heute angeführt wird, das Observationsteam eines anderen Bundeslandes, beispielsweise Sachsen-Anhalt, Sachsen oder was auch immer, heranziehen können. All das passiert nicht, sondern der Thüringer Verfassungsschutz übernimmt die Observation. Bis heute weiß niemand, warum und wer da sozusagen verantwortlich dafür war. Für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, es gibt in Deutschland ein Trennungsgebot zwischen Polizei und Verfassungsschutz, die hätten niemals diese Observation machen dürfen. Nichtsdestotrotz, dem Thüringer Verfassungsschutz gelingt es innerhalb von wenigen Stunden, den Ort zu finden, an dem das Ganze hergestellt wird. Wenn ihr mal in nächster Zeit in Jena seid, schaut euch diesen Ort mal an. Das ist ein alter Garagenkomplex, den kann man nicht observieren, ohne aufzufallen. Und noch weniger kann man den observieren, wenn dort Personen konspirativ agieren. Aber dem Thüringer Verfassungsschutz ist es gelungen und der stellt dann fest im Observationsprotokoll, dass die drei eben in einen Baumarkt fahren, dass die drei im Baumarkt sich diverse Dinge kaufen, dass die drei vom Baumarkt dann in Richtung dieses Garagenkomplexes kaufen, fahren, die Tür öffnen, die Tür hinter sich schließen, das Auto in die Garage fahren, die Garagentür hinter sich schließen. Und das Ganze lässt auf konspiratives Verhalten zurückführen. Das heißt, macht niemals die Tür hinter euch zu, weil das ist nach Ansicht des Verfassungsschutzes konspiratives Verhalten. Es ist natürlich richtig, in dieser Garage sind sozusagen die ganzen Sachen vorhanden. Das Dokument des Verfassungsschutzes, aus dem hervorgeht, dass Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt alle drei es gleichberechtigt nutzen, geht mit einer Geheimeinstufung im Verfassungsschutz in die Akten ein. Und die Information wird auf
mündlichem Wege an die Polizei gegeben. Daraufhin beantragt die Polizei eine Durchsuchungsmaßnahme bei dieser Garage, kann nicht begründen gegenüber der Staatsanwaltschaft, warum, und sagt dann, dass es dienstlich bekannt wurde, sozusagen das Synonym für der Verfassungsschutz oder irgendwelche geheimdienstlichen Mittel wurden eingesetzt, um zu dieser Information zu gelangen. Sie bekommen den Durchsuchungsbeschluss für den 26. Januar 1998. Eigentlich sollen gleichzeitig die Garage in Jena, die Wohnung von Böhnhardt, die Wohnung von Schäpe, die Wohnung von Mundlos durchsucht werden. Allerdings gelingt es nicht, weil als sie früh um 7 an der Garage auftauchen, stellen sie fest, dass dort ein Schloss dran ist, was sie nicht selber öffnen können, wofür sie keinen Bolzenschneider oder was auch immer dabei haben. Also rufen sie die Feuerwehr. Es ist kein Noteinsatz, deswegen kommt die Feuerwehr nicht sofort, sondern anderthalb Stunden später. In diesen anderthalb Stunden ist die Durchsuchung bei Böhnhardt, den man zu Hause antrifft, beendet. Bei Böhnhardt findet man nichts, weswegen man ihn festhalten könnte, so ist die offizielle Begründung. Und Böhnhardt wird der Durchsuchungsbeschluss vorgelegt und auf dem Durchsuchungsbeschluss steht eben nicht nur drauf, dass seine Wohnung durchsucht wird, sondern auch, dass die Garage durchsucht wird. Heißt, Böhnhardt weiß, ab dem Moment ist nur eine Frage von Minuten, bis sie die Garage mit den ganzen Materialien da drin finden. Böhnhardt wird entlassen aus der Durchsuchungsmaßnahme und fährt sofort los zu Ralf Wohleben, dann wird Uwe Mundlos abgeholt, dann wird Beate Zschäpe abgeholt, dann werden noch letzte Sachen aus den Wohnungen geholt und dann beginnen sie sozusagen den Weg des Untertauchens nach Chemnitz. Dann wird die Garage geöffnet, also gegen 9 Uhr und in dem Moment, wo die Garage geöffnet ist, entdecken sie auch sofort, dass dort ca. 1,4 Kilogramm Sprengstoff, 4 fertig gebaute Rohrbomben und Unmengen an Datenmaterial, also analogen Datenmaterial, Zeitungen, Telefonlisten, Briefverkehr und so weiter und so fort lagern. Mit diesen ganzen Sachen wird allerdings nichts angefangen, sondern das wird erstmal in Asservatentüten verpackt und wird zur Staatsanwaltschaft gebracht und man will dann auf Grundlage dessen, dass man ja weiß, dass Mundlos, Böhnhardt und Schäpe dieser Garage gemeinsam genutzt haben, einen Haftbefehl für die drei ausstellen. Jetzt gibt es aber ein Problem, die Mieterin der Garage ist Beate Schäpe und das einzige offizielle Dokument, aus dem hervorgeht, dass auch Mundlos und Böhnhardt diese Garage mitnutzen, ist ein geheim eingestuftes Dokument des Verfassungsschutzes, das man nicht nutzen kann, weil es eben als geheim eingestuft ist. Also beantragen Sie die Herabstufung des Dokumentes auf VSNFD, nur für den Dienstgebrauch, und bekommen diese Herabstufung allerdings 2 Tage später, am 28. Januar 1998. Da sind die drei schon längst weg, und da werden dann aber die internationalen Haftbefehle gegen die drei ausgestellt. Dann hört man 13 Jahre lang nichts von denen. Es gibt zwischendurch immer mal wieder Berichte, Kripo-Live-Sendungen und ähnliches mehr, wo dazu aufgerufen wird, die drei zu finden, wo Bilder eingeblendet werden, inklusive Aussagen, dass nicht klar ist, ob sie im linken oder rechten Umfeld untergetaucht sind, spricht alles sozusagen für den Umgang damit in den 90er Jahren. Und am 4. November 2011 tauchen plötzlich in Eisenach nach einem Banküberfall 2 Tote in einem Wohnmobil, das brennt, auf. Und am 5.11.2011 weiß man, dass einer von den beiden Uwe Mundlos ist. Man hat daraufhin den Verdacht, der zweite könnte Uwe Böhnhardt sein. Also holt man sich DNA von den Eltern, stellt fest, ja, es ist Uwe Böhnhardt. Und weiß, man sucht noch Beate Zschäpe, die dritte, die fehlt aus dem untergetauchten Trio. Die stellt sich dann nach einer Odyssee quer durch Deutschland, unter anderem hier in Bremen, am 8. November 2011 in Jena der Polizei. Und am 8. November 2011 wird auch öffentlich bekannt, dass Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe für den Mord an Michelle Kiesewetter, der Polizeibeamtin, verantwortlich sind, weil man im Wohnmobil die Waffe der Polizeibeamtin gefunden hat. Am 11.11., also eine Woche später, wird bekannt durch Spiegel TV, dass sie nicht nur für den Mord an Michelle Kiesewetter verantwortlich sind, mutmaßlich, sondern auch für die Morde an 9 Menschen mit Migrationshintergrund, Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoro, Süleyman Taşküprü, also die anderen, genau, die von ihnen mit ermordet wurden, mit der sogenannten Ceska-Mordserie.
Was daraufhin beginnt, auf politischer und genauso auf juristischer Ebene, ist relativ spannend. Am 9. November, das ist der Mittwoch sozusagen nach dem ganzen Auffliegen, sagt der Generalbundesanwalt, mein Verfahren, mutmaßliches Terrorverfahren, ich ziehe das an mich. Und es gibt im Bundeskanzleramt eine Zusammenkunft zwischen Bundeskriminalamt, dem BfV, dem Kanzleramt, also sozusagen alle Größen. Und dort wird unter anderem, so hört man es zumindest, oder hat man es damals gehört, angesagt, keine Akten vernichten, alle Akten zum GBA, also Generalbundesanwalt. Was passiert ab dem 7. November, also ab dem Montag, wo noch nicht öffentlich bekannt war, dass es, dass die mutmaßlich auch für die 9 weiteren Morde verantwortlich sind, dass im Bundesamt für Verfassungsschutz Herr Lingen beginnt, die Akten zu durchsuchen nach insgesamt 7 Verfassungsschutzmitarbeitern, also verdeckten V-Leuten, und dann am 11.11. diese Akten vernichtet werden von insgesamt 7 V-Leuten, die mehrheitlich, also 6 von denen, etwas zu tun haben mit der sogenannten Operation Rennsteig. Es war eine gemeinsame Aktion vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz, dem Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz und dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Militärischen Abschirmdienst, also dem Geheimdienst der Bundeswehr. Der Ziel dieser Operation Rennsteig war es, Neonazis in Thüringen anzuwerben. Man weiß aber nicht, warum, wieso, weshalb. Jedenfalls werden 6 V-Leute, die angeworben werden konnten über die Operation Rennsteig, werden geschreddert, beziehungsweise deren Akten. Das ist das Erste, was passiert. Das Zweite, was passiert, ist, dass Ermittlungsverfahren ab 9. November eingeleitet wird vom Generalbundesanwalt. Das Dritte, was passiert, dass auf Bundesebene in Thüringen und in Sachsen sich die Untersuchungsausschüsse etablieren und dann nach und nach weitere Untersuchungsausschüsse nachziehen. Insgesamt, mit Stand heute, sind es 12 Untersuchungsausschüsse, die es bundesweit gegeben hat oder auch noch gibt. Und dann eben als Letztes der Gerichtsprozess. Was in dieser Anfangszeit kaum eine Rolle spielt, sind diejenigen, die ermordet wurden. Bis dahin, dass zum Beispiel die Angehörigen nicht informiert wurden darüber, dass es mittlerweile mutmaßliche Täter aus der Neonazi-Szene gibt, die dafür verantwortlich sind, sondern die Angehörigen das selber bei Spiegel TV gesehen haben und zum Teil einen erneuten Schock erlitten haben. Was auch passiert ist, dass sich zumindest bis Januar 2012 niemand bemüßigt sieht, die Angehörigen aufzusuchen und sich gegebenenfalls auch für die rassistischen Ermittlungen zu entschuldigen. Das ist in der Mehrheit bis heute nicht passiert, dass es diese Entschuldigung gegeben hat. Im Januar 2012 gibt es dann die große Veranstaltung mit Angela Merkel unter anderem, wo sie sich zumindest entschuldigt und wo auch 2 Töchter, Gamze Kubaschik und Semiha Şimşek, das erste Mal öffentlich reden und zumindest einen Teil ihrer Anklage auch rüberbringen können. Und das, was bis heute leider der Fall ist, ist, dass kaum jemand die Namen derjenigen, die ermordet wurden, im Kopf hat oder auch, wenn schon im Kopf hat, dann richtig aussprechen kann. Was wir hingegen alle können, ist Beate Zschäpes Namen und auch gegebenenfalls die letzte Frisur und Bluse darstellen zu können. Das ist sozusagen der Hereinfall von uns auch auf ein Stück weit auf die mediale Berichterstattung und auf die am Ende Täter-Opfer-Umkehr, die damit zumindest in Teilen auch einhergeht, weil ein Großteil der deutschen Bevölkerung zwischenzeitlich auch der Meinung wäre, dass man mit Beate Zschäpe ja nicht so gut umgegangen wäre in dem Ganzen und die arme Frau. Deswegen, weil im Vortrag ansonsten weder Enda Şimşek noch Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşkeprü, Habil Kilic, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşik, Halil Yozgat oder Michel Kiesewetter eine Rolle spielen, an der Stelle wenigstens einmal die Namen und Bilder derjenigen, die ermordet wurden. Das Bild, was hier zu sehen ist, war eine Aktion damals von der Thüringer Bürgerbündnisvernetzung gegen Rechts, die sozusagen Plakate aufgehangen haben mit in lauter Trauer, und das ging so weit, dass zumindest kurzzeitig das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz besetzt wurde und 4 Stunden
3-4 Stunden ungefähr in der Hand von 30-40 Leuten war, in der Form, dass niemand mehr hinein oder auch heraus konnte. Hat allerdings nicht dazu gereicht, alle Akten dort rauszuholen. Und damit wäre auch schon der Übergang dazu Verfassungsschutz und NSU. Mit Stand heute 46 V-Leute, die im Umfeld des NSU-Kerntrios angesiedelt waren, und zwar sowohl von Mitte der 90er Jahre als auch bis ins Jahr 2011, also dem Auffliegen der Selbstenttarnung des NSU hinein, aus so gut wie allen Landesämtern, zumindest den Bundesländern, die bis heute Untersuchungsausschüsse hatten. Da ist in jedem Untersuchungsausschuss ist mindestens ein V-Mann aufgeflogen, zum Teil durch investigative Journalisten, zum Teil durch die Untersuchungsausschüsse, zum Teil über den Prozess und zum Teil auch durch antifaschistische Recherchen, die es auch schon in den Jahren davor gegeben hat. Dieses V-Leute-Prinzip im NSU-Komplex ist sehr bezeichnend und ich finde, anhand dieses V-Leute-Prinzips kann man gut nachweisen, welches Interesse der Staat an unterschiedlichen Stellen hatte und auch welches Interesse der Staat bis heute hat, wenn es darum geht, die Aufklärung des NSU-Komplexes zu unterstützen. Und um das mal so ein Stück darzustellen, anhand von 5 Beispielen von 5 V-Leuten, will ich mal versuchen, das nachzuzeichnen. Michael See, alias Michael von Dohleisch-Dohlsberg, alias V-Mann Tarif, ist einer, dessen Akten am 11.11.2011 in Köln innerhalb der sogenannten Konfetti-Aktion vernichtet wurden. Michael See wurde angeworben im Jahr 1994, hat über mehrere Jahre für das Bundesamt für Verfassungsschutz gearbeitet. Und das Spannende bei ihm ist aber, dass er, ähnlich wie weitere V-Leute, nicht nur irgendein kleiner Neonazi ist, der in der 10. oder 15. Reihe mal mitläuft, sondern eine Führungsperson. Unter anderem eben im FNS AVW unterwegs, also der Aktion Volkswille, Freundeskreis Nationaler Sozialisten, Mitglied der FAP, einer dann auch in den 90er Jahren verbotenen Neonazi-Partei und vor allem Herausgeber des Sonnenbanners. Das Sonnenbanner war ein Neonazi-Fanzine, das es in Thüringen unter anderem gab. Die waren damals die meisten in A5 zusammenkopiert, zusammengeheftet, selber kopiert. Mehrheitlich Berichte über vergangene Nazi-Konzerte, zum Teil aber auch Ideologien, die dort versucht wurde, an die Szene zu bringen. Und in einer Ausgabe dieses Sonnenbanners steht eben das Zitat: Daher haben wir den Weg gewählt, der am schwierigsten, am unbequemsten und am steinigsten ist, den Untergrund, die autonomen Zellenstrukturen. Wir wollen die BRD nicht reformieren, wir wollen sie abschaffen. Sonnenbanner findet man auch in der Garage, die 1998 durchsucht wird, wertet allerdings das Sonnenbanner nicht aus. Sonst hätte man darauf kommen können, dass möglicherweise Michael See jemand ist, den man innerhalb der Fahndung mal als Zeugen vernehmen könnte oder sollte. Michael See ist aber genauso wie viele andere Neonazis, die als V-Leute auch angeworben wurden, ein massiver Gewalttäter. Bereits Ende 1991 schlägt er mit 2 weiteren Neonazis einen Vater und dessen Sohn zusammen, die von ihnen im sozialdarwinistischen Sinne als asozial markiert werden. Die Polizei wird hinzugerufen, versucht die zu stoppen, die davon abzuhalten, dass die weiter zuschlagen. Das funktioniert nicht und daraufhin gibt die Polizei Warnschüsse in die Luft ab und erst dann lassen die 3 von den 2 ab. Der Notarzt, der ankommt, im Notarztbericht steht drin, halbe Stunde länger und die beiden wären tot gewesen. Bei dem einen die Zunge im Hals, der konnte nicht mehr selbstständig atmen. Bei dem zweiten keine Gesichtskonturen mehr erkennbar. Beide kommen ins Krankenhaus. Der Bruder, also ein weiterer Sohn, wird dann 4 Tage später, weil er seinen Vater und seinen Bruder sucht, ins Krankenhaus verwiesen. Möglicherweise seien sie dort, dass seine 2 bis heute nicht identifizierbare Personen abgegeben wurden. Und kommt dorthin, identifiziert die. Allerdings nicht aufgrund des Äußeren, sondern aufgrund der Kleidung, weil bis dahin eben bei beiden die Gesichter nicht wirklich noch als Gesichter vorhanden sind. Beide überleben, der Vater stirbt kurz darauf. Bis heute ist nicht klar, ob es an Folge des Übergriffs geschehen ist. Der Sohn
muss seitdem in Betreuung leben, kann nicht mehr eigenständig für sich sorgen. Michael See wird in einem Zivilverfahren zur Zahlung von 250.000 Mark verurteilt, Schmerzensgeld. Das ist bis heute nicht gezahlt worden, weil er ja nie Geld gehabt hätte. Was nicht stimmt, allerdings die Honorare, die man vom Verfassungsschutz bekommt, tauchen nirgendwo offiziell auf Konten oder ähnlichem auf und sind sozusagen wie eine pure Schwarzgeldeinnahme. Tino Brandt, sicherlich einer der bekanntesten V-Leute im NSU-Komplex, ist 1994 in Franken unterwegs, macht dort eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann, wird in Franken von Antifaschisten als Nazi geoutet, verklagt die daraufhin wegen Verleumdung. Die Antifaschisten müssen 3.000 Mark zahlen auf so ein Urteil, was längst mal zurückgenommen hätte werden können. Er zieht dann wieder zurück nach Thüringen in die Nähe von Saalfeld und wird dort auf der Straße angesprochen von zwei Mitarbeitern, die sich ausgeben als vom Innenministerium. Sie würden eine soziologische Studie durchführen zur politischen Beteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Thüringen. Tino Brandt ist nicht ganz blöd und spricht die an und sagt, naja, Sie sind doch bestimmt vom Verfassungsschutz, wollen mich anwerben. Die zwei sagen, ja, könnten Sie sich das vorstellen. Tino Brandt sagt, weiß er nicht, muss er überlegen. Sie geben ihm 200 Mark und machen Termin in der Folgewoche aus. Was Tino Brandt im Anschluss macht, ist, seinen Kameradschaftsführer anzurufen in Franken. Kai Dalek, der empfiehlt ihm, ja, werde V-Mann. Man bekommt Informationen und an der einen oder anderen Stelle nützt einem das auch, weil man Schutz bekommt. Daraufhin sagt Tino Brandt dem Thüringer Verfassungsschutz die V-Mann-Tätigkeit zu. Was Tino Brandt nicht weiß und der Thüringer Verfassungsschutz nicht weiß, Kai Dalek ist V-Mann vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz. Das heißt, der Bayerische Verfassungsschutz wusste sozusagen noch, bevor Tino Brandt unterzeichnet hatte, dass der Thüringer Verfassungsschutz einen V-Mann bekommt. Tino Brandt wird in der Zeit bis 2001, da wird er von Journalisten enttarnt, insgesamt 35 Strafverfahren wegen Körperverletzung, 86a Volksverhetzung, also 86a verfassungswidrige Symbole, Landfriedensbruch und ähnlichem mehr bekommen. Keines dieser Strafverfahren führt zu einer Verurteilung. Die Staatsanwälte im Untersuchungsausschuss dazu befragt, haben gesagt, naja, bei uns kam halt regelmäßig der Verfassungsschutz vorbei und hat geschaut, welche Verfahren wir gerade bearbeiten. Und unter anderem die Verfahren, die gegen Tino Brandt liefen, wurden dann vom Verfassungsschutz nach unten gepackt und wir wurden darum gebeten, das nicht prioritär zu bearbeiten und dann haben wir das eben auch nicht gemacht. Das heißt, Schutz vor Strafverfolgung, einmal in der Form, dass man Einfluss nimmt auf das juristische Agieren und zum Zweiten in der Form, dass Tino Brandt vor Hausdurchsuchungen der Polizei gewarnt wurde, weil auch bei der Polizei der Verfassungsschutz einmal wöchentlich da war, um in der Staatsschutzabteilung zu schauen, was sind denn dort gerade die aktuellen Erkenntnisse. Die Polizeibeamten verwendeten im Untersuchungsausschuss selber die Begrifflichkeit, die Informationsabsauger, die einmal die Woche gekommen sind, und haben dann gesagt, nachdem ihnen aufgefallen ist, dass Tino Brandt so gut wie nie eine in der Wohnung irgendwelche Materialien hatte, wenn sie Durchsuchungen bei ihm durchgeführt haben, haben sie einmal eine Durchsuchung nicht in ihren Akten vorher vermerkt und sind dann bei ihm zu Hause gewesen und dann haben sie auch Sachen gefunden. Dann haben wir den V-Mann-Führer von Tino Brandt gefragt, ob er denn Tino Brandt gewarnt hätte im Vorfeld vor den Durchsuchungen und Herr Wiesner sagte, nein, habe ich nicht gewarnt. Aber wenn ich wusste, dass da was ansteht, dann bin ich zum Tino nach Hause gefahren und habe mich beim Tino in der Wohnung umgeschaut und habe zum Tino gesagt, Tino, das will ich morgen früh hier nicht mehr sehen. Aber ich habe ihn nicht gewarnt. Und er war bis zuletzt und ist bis heute der Überzeugung, dass da nie eine Warnung ausgesprochen wurde an seinen V-Mann. Das ging so weit, dass Tino Brandt dann teilweise sogar mit Rechner schon in der Tür stand, wenn die Polizei früh um 5 oder 5:30 bei ihm aufschlug und der Polizei mitteilte, er wisse ja, dass sie den Rechner wollten und er hätte das schon mal vorbereitet und die Festplatten waren eben ausgebaut. Das geht aber weiter, nämlich dass unter anderem eben auch Technik zur Verfügung gestellt wurde für Tino Brandt und das, wie gesagt, ist immer ein Beispiel für, wie es generell bei den V-Leuten läuft. Technik heißt dann zum einen Handys, die in den 90er Jahren ja auch nochmal
anders Geld gekostet haben, als es heute der Fall ist, aber eben auch komplette Computer, damit Tino Brandt für den Verfassungsschutz im sogenannten Thule-Netz mit unterwegs sein konnte und ihn regelmäßig aus dem Thule-Netz die Ausdrucke übergeben konnte. Tino Brandt hat 1995, also nachdem er bereits begonnen hatte, für den Verfassungsschutz zu arbeiten, den Thüringer Heimatschutz gegründet, der als sozusagen Sozialisationsorganisation des späteren nationalsozialistischen Untergrund betrachtet werden muss und vor allem als eine Vorbildorganisation für die Neonazi-Szene bundesweit. Das heißt, nach dem Vorbild des THS wurde dann in Franken, später dann auch in Mecklenburg-Vorpommern ähnliche Strukturen errichtet, die als eine Art Dachorganisation für die bis dahin eher lose agierenden, jeweils in den Städten verankerten Neonazi-Gruppen fungiert haben. Und Tino Brandt hat mehrfach Kontakt zu den Unterstützern gehalten, bis dahin, dass er 2500 Mark, die es vom Verfassungsschutz gab, an die drei übergeben sollte, beziehungsweise an Unterstützer der drei. Das alles findet sich auch in den Akten, die wir im Thüringer Untersuchungsausschuss vom Verfassungsschutz bekommen haben und die wir lesen konnten. Und bis heute ist überhaupt nicht erklärbar, warum diese Informationen nicht an die Polizei gegangen sind, die versucht haben, die drei im Untergrund festzustellen. Was wir allerdings aus den Akten auch entnehmen können, ist, dass der Thüringer Verfassungsschutz Fehlinformationen, bewusste Fehlinformationen an das Zielfahndungskommando der Thüringer Polizei gegeben hat. Bis dahin, sie wussten, dass die drei in Chemnitz sind. Sie wussten, wer die drei unterstützt in Chemnitz. Die Thüringer Polizei fragt beim Thüringer Verfassungsschutz nach, ob sie dann eine Information hätten, in welche Richtung die Ermittlungen gehen könnten. Und der Thüringer Verfassungsschutz sagt der Polizei, ja, sie hätten Erkenntnisse vorliegen, dass die drei nach Südafrika gegangen wären. Und daraufhin wird das Bundeskriminalamt mit eingeschaltet und es finden Ermittlungen ins Ausland sozusagen statt. Und die Personal- und sächlichen Kapazitäten werden umgelagert. Und erst als dann bei der Thüringer Polizei die Information vorliegt, Sachsen, durch Überwachungsmaßnahmen, beginnen sie wieder in Richtung Sachsen ihren Schwerpunkt zu verlagern. Carsten Schepanski, alias Piatu, Vormann vom Brandenburger Verfassungsschutz, der spielt deswegen im NSU-Komplex eine Rolle, weil im Jahr 1990 macht das Landeskriminalamt eine Überwachungsmaßnahme bei Jan Werner, dem Sektionsleiter von Plattenanner Sachsen, weil sie schätzen, dass der möglicherweise Informationen haben könnte über die drei Untergetauchten. Und sie fangen unter anderem eine SMS ab, in der Jan Werner von einer unbekannten Nummer die Frage bekommt, hallo, was ist mit den Bums? Und die Mitarbeiter bei der Polizei gehen davon aus, das könnte eine legendierte SMS sein, in der es um Waffenbeschaffung geht, beantragen daraufhin bei der Deutschen Telekom die dazugehörigen Daten, wem diese Nummer gehört, und bekommen als Antwort zurück, die Nummer ist zugelassen auf das Innenministerium Brandenburg und daraufhin enden jegliche weiteren Ermittlungen. Aus den sogenannten Deckblattmeldungen, die angefertigt werden immer dann, wenn sich ein Vormannführer mit seinem Vormann trifft, von Piatu geht hervor, dass er meldet, die drei sind in Chemnitz, die drei erhalten Unterstützung von Jan Werner und dem Plattenanner-Umfeld und die drei versuchen gerade Waffen zu beschaffen für irgendwelche Aktionen. All das liegt beim Verfassungsschutz Brandenburg ab dem Jahr 1999 vor. Die Informationen gehen nicht an die Polizei. Ich bin kein super Fan von der Polizei. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, dass sie so spitze und was weiß ich was wären, aber mit den Informationen aus den Deckblattmeldungen der unterschiedlichen Verfassungsschutzbehörden wäre aller Wahrscheinlichkeit nach festgestellt worden, wo die drei sich aufhalten und es hätten 10 Morde und 3 Sprengstoffanschläge verhindert werden können. Carsten Schepanski ist V-Mann-Führer. Das spricht auch dafür, wie sozusagen nach 2011 mit dem NSU-Komplex umgegangen wird, ist unter anderem Gordian Meyer-Plath gewesen, der hier unten im Bild zu sehen ist. Das ist heute der Verfassungsschutzpräsident von Sachsen. Der hat sozusagen Karriere gemacht nach NSU oder auch durch diese V-Mann-Führertätigkeit. V-Leute gibt es nicht nur beim Verfassungsschutz, sondern auch bei der Polizei. Dort heißen sie VP, also Vertrauensperson ausgesprochen. Und das Beispiel im NSU-Komplex oder eines der Beispiele ist Thomas Starke, der vom LKA Berlin geführt wurde, was ja aktuell auch sehr stark im Fokus ist wegen
der Bedrohungsbriefe, die durch das LKA Berlin an Linke in Berlin geschickt wurden, bis dahin, dass das LKA Berlin die Observation von Addis Amri abgezogen hat, um die Riga-Straße zu überwachen, weil das prioritär behandelt werden musste. Thomas Stark ist Mitte der 90er Jahre im Gefängnis in Waldheim und findet dort Betreuung durch die HNG, die Hilfsgemeinschaft Nationale Gefangene, auch mittlerweile verbotene Organisation. Und diejenigen, die die Betreuung für die HNG wahrnehmen, sind Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Thomas Starke nach dem Gefängnis hat eine kurzzeitige Beziehung mit Beate Zschäpe. Über diese Beziehung entsteht vor allem zu diesem Dreier, zu dieser Dreiergruppe sehr intensiver Kontakt, der so weit geht, dass Thomas Starke ihnen insgesamt 5 Kilogramm TNT besorgt. Das TNT, was dann später in der Garage gefunden wird, aus dem die Rohrbomben gebaut wurden und was auch in den Koffern mit Hakenkreuz verwendet wurde. Thomas Starke ist sowas wie die zweite Führungsperson vom Plan Anna Sachsen gewesen. Und Thomas Starke steht auf der sogenannten Telefonliste von Uwe Mundlos, die man im Jahr 1998 in der Garage gefunden hat. Diese Telefonliste, da stehen insgesamt ca. 50 Personen drauf, davon 45 der Neonazi-Szene, unter den 45 5 V-Leute. Die Telefonliste ist bis zum Jahr 2012 nicht ausgewertet worden. Hätte man die 98 ausgewertet und wäre man die einzelnen Personen auf der Telefonliste abgefahren, hätte man das höchstwahrscheinlich auch verhindern können, die 10 Morde. Thomas Starke ist der, bei dem die drei am 26. Januar 1998 auftauchen und der ihnen die erste Unterkunft besorgt und unter anderem auch die erste Unterkunft mit einrichtet, mit Möbeln. Es ist unklar, wie lange der Kontakt zu Thomas Starke bestand und wie lange er sie unterstützt hat bis ins Jahr 2001 ist es zumindest nachweisbar, auch über die jetzt bekannten Deckblattmeldungen, die bei der Berliner Polizei noch vorhanden sind. Ne? Jetzt. Ich scroll mal, jetzt geht das nicht mehr mit Klinik. Thomas Richter, noch zum Beispiel vom Bundesamt für Verfassungsschutz, alias Corelli. Der ist der bis heute bekannte längste geführte V-Mann im NSU-Komplex gewesen, nämlich ab dem Jahr 1994 und der fliegt auf im Jahr 2013 durch Recherchen von Journalisten. Thomas Richter war bekannt in Ostdeutschland für seinen nationalen Demonstrationsbeobachter, eine Website, auf der mehr oder weniger Anti-Antifa-Arbeit stattgefunden hat, das heißt Fotos von Personen, die sich gegen rechts engagieren. Die Fotos, davon kann man ausgehen, sind höchstwahrscheinlich 1:1 auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz gelandet. Thomas Richter steht auch auf der Telefonliste von Uwe Mundlos. Das viel Spannendere bei ihm ist aber der sogenannte Weiße Wolf, der im Jahr 2002 in seiner Ausgabe einen Dank an den NSU enthält. Weißer Wolf war auch so ein Neonazi-Fanzine in Mecklenburg-Vorpommern. Und in dieser Ausgabe steht drin, vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen, der Kampf geht weiter. Hintergrund ist, dass die drei aus dem Untergrund heraus Geld an Neonazi-Organisationen schicken und da sozusagen sich auch zu ihrer, also das erste Mal identifizieren, als sie sind der NSU, zumindest das erste Mal, dass es bisher öffentlich bekannt geworden ist. Thomas Richter war damals Mitherausgeber des Weißen Wolfes. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass zumindest Teilinformationen seines Wissens auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz vorhanden waren. Allerdings sind die Akten von Thomas Richter bis heute nicht durch Parlamentarier einsehbar, sondern das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich geweigert, diese Akten dem Bundesuntersuchungsausschuss zur Verfügung zu stellen. Und da wurde ein Sonderermittler eingesetzt. Dieser Sonderermittler hat einen ungeschwärzten Bericht erstellt, den nur die Parlamentarische Kontrollkommission lesen durfte, aber über den sie nicht reden dürfen. Und dann gibt es einen geschwärzten Bericht, in dem sehr wenig drinsteht, was man nicht schon längst vorher wusste. Es gibt aber eine zweite Sache, nämlich Thomas Richter
ist Ersteller einer sogenannten NSU-NSDAP-CD, die im Jahr 2007 erstellt wurde, also bevor der NSU öffentlich bekannt war, und die im Jahr 2012 und 2013 gefunden wird. Einmal findet der Verfassungsschutz Hamburg bei sich in den Asservaten noch ein Exemplar, weiß allerdings nicht mehr so wirklich, woher das kam. Und zum Zweiten wird bei einer Durchsuchungsmaßnahme in Mecklenburg-Vorpommern bei einem Neonazi ein zweites Exemplar gefunden. Auf dieser CD sind tausende antisemitische, rassistische Grafiken, also die man zum Beispiel zum Erstellen von eigenen Neonazi-Zeitschriften, Flyern oder verwenden kann, geordnet, auch nach Antifa, was man so gegen Antifa verwenden könnte. Und es weiß niemand so wirklich, wie diese CD in Umlauf gekommen ist. Was sich aber herausfinden ließ, war, dass eben Thomas Richter diese erstellt hat. Thomas Richter fliegt auch auf, auch durch Journalisten, und kommt in ein Zeugenschutzprogramm des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Im Zeugenschutzprogramm stirbt er dann an bis dahin nicht bekannter Diabetes. Das Bundesamt für Verfassungsschutz plant, ihn eigentlich unter seinem Decknamen zu beerdigen. Der Totenschein ist auch auf seinen Decknamen ausgestellt. Die Familie von Thomas Richter wird informiert und beantragt dann, nein, sie wollen, dass ihr Familienmitglied, egal was er jetzt gemacht hat, aber zumindest unter seinem richtigen Namen beerdigt wird, woraufhin so ein sehr bürokratisches Verfahren in Gang gesetzt wird, um den Totenschein wieder auf den richtigen Namen umschreiben zu lassen. Jetzt klingt das alles so, als ob sozusagen der Verfassungsschutz da mehr oder weniger dahinter stecken würde. Ist definitiv nicht der Fall. Neonazis brauchen den Verfassungsschutz nicht, um das zu tun, was sie tun und was sie auch sagen, was sie tun und schreiben. Nur der Verfassungsschutz hat da definitiv an der einen oder anderen Stelle zumindest zu einer strukturellen Unterstützung in Form von Geldern, die plötzlich vorhanden waren, mit beigetragen, bis dahin, dass eben durch die fehlende Weitergabe von Informationen zumindest auch die Ermittlungsarbeit, um die drei zu finden, massiv behindert wurde. Wir sagen in Thüringen, dass alles, was wir an Aktenerkenntnissen und Zeugenaussagen vorliegen haben, nicht für eine Behinderung sprechen, sondern für eine aktive Sabotage. Warum diese aktive Sabotage ist, wissen wir allerdings nicht. Da können wir nur Thesen aufstellen. Allerdings bekommen wir die nicht belegt, was unter anderem auch damit zu tun hat, dass das Aussageverhalten der Verfassungsschutzmitarbeiter von um sich greifender Demenz geprägt ist. Immer dann, wenn es darum geht, konkrete Antworten zu geben, ist die häufigste Antwort, wissen Sie, daran kann ich mich nicht erinnern, das ist mehr als 15 Jahre her. Die Organisationen und Strukturen, die sozusagen für den nationalsozialistischen Untergrund mitverantwortlich sind oder sogar in Teilen mit als nationalsozialistischer Untergrund betrachtet werden können, sind unter anderem diejenigen, die dieses Spiel mit vertrieben haben. Das sogenannte Pogromny-Spiel, also ein antisemitisches Monopoly von Beate Zschäpe selber gebastelt. Das gab es für 100 Mark ab dem Jahr 1998 in der Szene zu kaufen. Und zumindest an der Stelle ganz kurz, es wird im NSU-Komplex immer zu Recht der Rassismus betont. Was aber leider sehr oft wegfällt, ist der Antisemitismus, den die drei ausgeübt haben. Das ist einmal der Puppentorso mit dem Davidstern. Das ist dieses Spiel. Es ist aber auch die Ausspähung der Synagoge in Berlin, wo unter anderem Jan Werner, also dieser Sektionsleiter von Plan Anna Sachsen, mitbeteiligt gewesen sein soll. Und es sind diverse Briefe und Schreiben, die man in Zwickau nach dem Brand sozusagen gefunden hat. Und da so ein bisschen drauf aufpassen, dass man den Antisemitismus, nicht nur des NSU, sondern generell der Neonazis, nicht sozusagen negiert oder verniedlicht oder ja runterfallen lässt. Diejenigen, die im NSU-Komplex eine Rolle spielen, zuerst Anti-Antifa aus Thüringen, das ist sowas wie der Vorläufer des Thüringer Heimatschutzes, gab es ab dem Jahr 1994 und der Name war sozusagen das Programm, heißt Ausspähen vom sogenannten politischen Gegner oder dem vermeintlichen politischen Gegner. Das waren zum einen klassisch Antifaschisten, von denen komplette Dossiers angefertigt wurden und die dann eben auch zu Übergriffen und ähnlichem mehr dienten. Und das Ganze allerdings auf Ostthüringen beschränkt. Da waren aber auch Bürgermeister mit drauf, die sich
Anfang der 90er Jahre noch eindeutig positionierten und sich das trauten. Und genauso eben auch Pfarrer und Gewerkschafter. Der Thüringer Heimatschutz, sozusagen die Großorganisation in Thüringen, die es bis zum Jahr 2002 offiziell gegeben hat und die heute aber immer noch an unterschiedlichen Stellen auftauchen, zumindest in Form einer Positivbezugnahme durch heute aktive Neonazis, heißt ein Transparent mit Thüringer Heimatschutz taucht auch jetzt noch auf Demonstrationen auf. Und Hintergrund des Ganzen ist, dass man schon bis heute Tino Brandt sehr viel Anerkennung innerhalb der Szene dafür gibt, was ihm damals gelungen ist, nämlich diese kleineren Gruppenstrukturen zusammenzuführen. Und bis vor 3 Jahren war Tino Brandt in der Neonazi-Szene auch sehr geachtet, trotzdem er als V-Mann aufgeflogen ist, weil das, was Tino Brandt gemacht hat, ist bis dahin keinem anderen Neonazi gelungen. Und das ganze Geld, was er in die Szene gesteckt hat, kam ja vom Verfassungsschutz. Also Tino hat da alles für die Szene getan und hat nicht wirklich den Verräter gemacht. Platten Anna ist die Unterstützungsstruktur für das untergetauchte Kerntrio, in Deutschland seit dem Jahr 2000 verboten, von Sicherheitsbehörden als internationales Musiknetzwerk eingeordnet. Und was da zumeist verkannt wird, sind die rassistischen und ganz klar auf Militanz und Gewalt ausgerichtete Ideologie von Blood and Anna, und dass eben die Musik, die Organisation von Konzerten, der Vertrieb von CDs nur zur Finanzierung der Szene herangezogen werden, aber keine Erklärung sind für die Aktivitäten, die von ihnen ausgehen. Blood and Anna hat einen sogenannten militanten Arm, Combat 18, die in England schon im Jahr 1999 Sprengstoffanschläge begangen haben mit einer Nagelbombe, ähnlich wie es dann in der Kolbstraße in Köln im Jahr 2004 war. Und unter anderem eine Anleitung zum Bau einer solchen Nagelbombe ist im Blood and Anna Magazin mit enthalten gewesen. Das heißt, auch das funktioniert nicht, wenn man, wie es die Sicherheitsbehörden machen, sagt, Blood and Anna ist nur Musiknetzwerk. Die HNG, Hilfsgemeinschaft Nationale Gefangene, und zwar nicht nur deswegen, weil diverse Personen, die im NSU-Komplex eine Rolle spielen, über die HNG betreut werden, sondern weil eine der führenden Aktivistinnen von der HNG, Gisa Pahl, also Anwältin, in Thüringen, aber auch in Sachsen diverse sogenannte Informationsveranstaltungen für die Neonazi-Szene durchgeführt hat. Unter anderem ging es da auch darum, wie man denn in die Bundeswehr gehen könne. Trotzdem die Bundeswehr versucht, Neonazis abzuhalten, in die Bundeswehr zu gehen, also wie man der Befragungsmethodik der Bundeswehr gewachsen ist, um eben dann in der Bundeswehr den Umgang mit Waffen und Sprengstoff zu lernen, was Anfang, Mitte der 90er Jahre in der Neonazi-Szene als Ziel verbreitet wurde. Der KKK, und das wahrscheinlich bis heute auch noch der Fall ist angesichts von Hannibal und ähnlichem mehr, der KKK wurde in Deutschland mindestens 2-mal gegründet. Einmal von Carsten Schepanski Anfang der 90er Jahre, Piatto. Der spannendere KKK ist aber der, der in Baden-Württemberg gegründet wurde, von Achim Schmid, auch V-Mann vom Baden-Württemberger Landesamt für Verfassungsschutz. Aber das Spannendere an dieser KKK-Gruppe ist, dass in der Gruppe 2 Kollegen von Michel Kiesewetter mit waren, also 2 Polizeibeamte. Und Achim Schmid, der ist mittlerweile ausgestiegen, lebt in Tennessee und redet sozusagen und gibt auch Originaldokumente von damals mit raus. Achim Schmid sagt, er hat die 2 dann irgendwann aus der Struktur entfernt, weil, und jetzt Zitat, die waren zu rassistisch. Im KKK zu rassistisch zu sein und dann Polizeibeamter, das ist schon eine Leistung, die man hinbekommen muss. CC88, Chemnitz Concerts, übersetzt war sozusagen die Vorbereitung der sächsischen Neonazis auf das kommende Blood and Anna-Verbot. Die wussten, dass das Blood and Anna-Verbot kommt, haben CC88 gegründet, in dem dann mehr oder weniger 1:1 das stattfand, was vorher Blood and Anna gemacht hatte. Konsequenz dessen, dass sie sich selber aufgelöst haben, war, dass die sächsischen Sicherheitsbehörden in Sachsen niemandem das Verbot von Blood and Anna zugestellt haben, weil die Sicherheitsbehörden gesagt haben, naja, die haben sich aufgelöst, die gibt's nicht mehr. Es waren 1:1 dieselben Personen, es waren 1:1 dieselben Aktionen, die durchgeführt wurden.
Die Plan-Anna-Strukturen, die verboten wurden, also wo auch das Verbot zugestellt wurde, haben sich zumindest in den ostdeutschen Bundesländern dann die meisten Personen, die meisten Mitglieder zu den Hammerskins begeben, einer auf arisches Blut, Männlichkeit und Gewalt ausgerichtete Organisation, die ideologisch viel stärker noch verhaftet ist als bei Blood and Honor der Fall. In den USA sind die eher zerstritten, Blood and Honor Hammerskins. In Deutschland hat man sich aufgrund des Verbotes von Blood and Honor dann sozusagen einigen können. Die Weiße Bruderschaft Erzgebirge ist die Vorfeldorganisation in Sachsen gewesen, die von André und Mike Eminger gegründet wurde, mit sehr starkem Antisemitismus. Dafür spricht auch dass die Tätowierung, die André Eminger auf seinem Bauch stehen hat, nämlich in Englisch stirb, Jude stirb. Und dazu kommen die diversen Kameradschaften, in denen nicht nur die Angeklagten im Prozess waren, sondern die mehr als 200 Personen, von denen sogar das BKA ausgeht, dass sie in unterschiedlicher Form Unterstützungshandlungen begangen haben. Das geht los in Jena, ich glaube 6 oder 7 verschiedene Kameradschaften gab es dort über Saalfeld, der Heimstätte des Thüringer Heimatschutzes, in der diverse weitere Nachfolge- und Vorfeldorganisationen waren, bis hin in die unterschiedlichen Bundesländer, in denen der NSU gemordet hat, beziehungsweise in denen der NSU Sprengstoffanschläge begangen hat. Was dann noch dazu kommt, sind die diversen Fansites, also Sonnenbanner, Weißer Wolf, Fahnenträger, dann aber auch so klassische Musikberichterstattung, wo über die Konzerte berichtet wird und nebenbei, das wird viel zu häufig unterschätzt, die Texte der Bands selber, die man auf Konzerten hört, in denen unter anderem eben dazu aufgerufen wird, Menschen totzuschlagen. Übrigens in den 90er Jahren noch nicht so verschlüsselt, wie das heute stattfindet. Aber zumindest Carsten Schulze, der Kronzeuge im NSU-Prozess, der war vor 3 Monaten bei uns im Untersuchungsausschuss, der hat gesagt, dass für ihn der größte Radikalisierungsmoment eigentlich die Konzerte waren. Und da gemeinsam mit mehreren 100 oder auch 1000 anderen nicht nur den Hitlergruß zu machen, sondern entsprechende Textzeilen mitzusingen, dass man eben Menschen mit einer anderen Hautfarbe, ich will diese Begrifflichkeiten einfach nicht verwenden, so lange zusammenschlägt, bis das Blut aus dem Kopf spritzt. Und dass damit natürlich auch eine Gewaltanerkennung stattfindet, bis dahin, dass Gewalt gar nicht mehr als solches wahrgenommen wird. NSU spielt nicht nur in Deutschland eine Rolle, sondern NSU hat diverse Verbindungen auch in andere Länder. Die Schweiz ist ein Beispiel, Dänemark ist ein weiteres Beispiel, das unter anderem auf den Rechnern von Mundlos, Böhnhardt, Videodateien von Neonazi-Aufmärschen aus Dänemark gefunden wurden, an denen deutsche Neonazis teilgenommen haben, mit denen sie wiederum Kontakt hatten. Um mal so dieses, wie funktioniert eigentlich dieses Netzwerk, Wahrnehmung oder der Versuch, dieses Netzwerk irgendwie aufzuklären. Schweiz ist deswegen spannend, weil zum einen die Blood and Honor-Struktur in der Schweiz bis heute enge Verbindungen zum NSU-Unterstützerumfeld unterhält. Das heißt beispielsweise, die Thüringer Neonazis fahren regelmäßig in die Schweiz, um dort an Wehrsportübungen, Waffentrainings und ähnlichem mehr teilzunehmen. Das hat allerdings bisher kaum Auswirkungen. Es gibt ein gemeinsames Bandprojekt von Thüringer und Schweizer Neonazis, in dem unter anderem zum Mord an einem Rabbiner in der Schweiz aufgerufen wurde oder eben auch zum Mord an Politikern. Ralf Marschner ist sozusagen das konkreteste Beispiel für die Schweiz. Ralf Marschner alias Manole, Primus, V-Mann vom Bundesamt für Verfassungsschutz, der in Zwickau eine Firma hatte, in der wo Mundlos gearbeitet haben soll. Und es gibt zumindest auch weitere Zeugen, die sagen, nicht nur Mundlos, sondern auch Zschäpe hat dort gearbeitet. Zu Ralf Marschner gibt es bis heute keine weiteren Erkenntnisse, weil die kompletten Deckblattmeldungen und Treffberichte unter Verschluss gehalten werden. Ralf Marschner ist 1999 an einem Mord, an einem Punk beteiligt. Heißt nicht, dass er ihn selber mit umgebracht hat, aber mit Umfeldsicherung gemacht hat und wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz gewarnt, dass da jetzt Ermittlungen beginnen, woraufhin er auch erstmal sich zurückzieht aus der
ersten, zweiten, dritten Reihe. Und er taucht im Jahr 2007, das ist ein bisschen spannend, weil ja 2007 der letzte bisher bekannte Mord des NSU an Michael Kiesewetter stattgefunden hat, taucht er ab oder geht sozusagen in die Schweiz. Das ist das Facebook-Profil aus dem Jahr 2011 von Ralf Marschner. Und da, nicht das Facebook, nein, das ist von einem Freund von ihm, da kommt sozusagen, Rolf Rollig ist Marschner, da kommt eben dieser Spruch, trink ordentlich, Heil NSU, hahaha. Und ein weiterer Neonazi kommentiert, einmal Döner mit viel NSU, ihr Fotzen. Es gibt eine weitere Verbindung in die Schweiz, nämlich dass unter anderem die Cesca, mit der die Mordserie begangen wurde, aus der Schweiz stammt. Und da übrigens dann auch im Jahr 1998 Uwe Mundlos aus der Schweiz angerufen hat bei einem seiner Unterstützer in Jena. Dieses Telefonat wurde sogar mitgehört durch die Polizei. Es wurde im Nachgang sogar festgestellt, woher das Telefonat kam, aus Orb in der Schweiz. Man konnte aber nicht wirklich feststellen, wo die da gegebenenfalls gewesen sind. Was man aber weiß, ist, dass an diesem Tag in der Schweiz ein Neonazi-Konzert stattgefunden hat und dass da diverse Neonazis aus Thüringen und aus Sachsen mit vor Ort waren. Die offenen Fragen, die nach mittlerweile fast 8 Jahren immer noch vorhanden sind, ist das Unterstützernetzwerk. Wie gesagt, es gibt eine Liste vom BKA, auf der 200 Personen auftauchen. Also auch das BKA geht davon aus, dass es nicht nur die 5 im Prozess angeklagten Personen waren. Der Mord an Khalid Yozgat in Kassel, wo ein Verfassungsschützer direkt mit in diesem Internetcafé sitzt, während der Mord geschieht und bis heute unklar ist, wusste der das vorher, wusste er, dass irgendwas passiert oder ist er da, ja, hat er gegebenenfalls sogar mehr Informationen gehabt. Der redet nicht und sagt zwar reiner Zufall und außerdem hat er den Mord ja gar nicht mitbekommen. Allerdings hat er das Geld, er hat den Inhaber gesucht, um zu bezahlen, hat den Inhaber nicht gefunden und hat dann sein Geld auf die Ladentheke gelegt und da gibt es die Bilder, die liegen im, das Geld liegt im Blut von Khalid Yozgat und da gehört schon viel dazu, das nicht zu bekommen, mitzubekommen. Die Kenntnis von Sicherheitsbehörden, weil zumindest wir davon ausgehen, dass mehr Informationen vorhanden sind, als das, was in Akten niedergelegt ist, das ist das eine. Und zum Zweiten, weil nicht alle Bundesländer Untersuchungsausschüsse haben und wir der Überzeugung sind, dass auch die Bundesländer, in denen es keinen Mord gegeben hat, Informationen haben, die zur Aufklärung des Netzwerkes des NSU beitragen könnten. Abgesehen davon, dass Hamburg als ja, Tatortland sozusagen bis heute keinen Untersuchungsausschuss hat. Und dazu kommt, dass diverse Akten schon längst vernichtet wurden im Jahr 2011, 12 und den Folgejahren. Niedersachsen hat da einen sehr geschickten Trick gemacht. Die haben nämlich eine große Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Akten des Verfassungsschutzes vorgenommen und haben im Anschluss an diese Prüfung dann öffentlich erklärt, dass viele Akten unrechtmäßig angefertigt wurden und diese Akten wurden jetzt vernichtet. Ich behaupte seitdem, das war das Beste, was Niedersachsen aus Sicht des Verfassungsschutzes machen konnte. Für den Fall, dass doch mal ein Untersuchungsausschuss dort gekommen wäre, gibt es einfach keine Akten mehr, weil die wurden unrechtmäßig angefertigt. Der Mord an Michael Kiesewetter ist bis heute fraglich, ob es stimmt, dass nur Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in diesen Mord direkt verwickelt waren. Zum einen, weil es Zeugenaussagen gibt, die sagen, das waren nicht nur 2, sondern mehrere. Zum zweiten, weil eine Polizeibeamtin, die maßgeblich an dieser Mordaufklärung seit dem Jahr 2011 beteiligt war, sagt, dass die 2 definitiv Täter waren, dass aber alle polizeilichen Indizien und auch ihre Erfahrungen darauf hindeuten, dass dort mehrere Personen mitverwickelt sein müssen. Und zum Dritten, bei Michael Kiesewetter natürlich die große Frage ist, ist sie ein Zufallsopfer als Vertreterin des deutschen Staates? Das ist die These, die im Prozess zumindest geäußert wurde. Oder ist sie bewusst ausgewählt worden? Michael Kiesewetter kommt aus Oberweißbach, das ist in der Nähe von Saalfeld. In Oberweißbach haben Neonazis im Jahr 2005 aus dem Umfeld von Ralf Wohleben, also seinem Schwager, eine Kneipe gekauft. Dort fanden diverse Neonazi-Treffen statt. Und Michael Kiesewetter, das ist ein kleines Dorf, eine kleine Stadt mit 3000 Menschen,
alle Menschen unter 35 in einer Kleinstadt mit 3000 Einwohnern kennen sich. Es gibt nur zwei Orte, an denen man am Wochenende hingehen kann. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Michel Kiesewetter da zumindest in irgendeiner Form mal Neonazis aus dem Umfeld, mindestens, wenn nicht sogar direkt Ralf Wohlleben, begegnet ist. Und dazu kommt, ihr Onkel ist Staatsschützer bei der Thüringer Polizei und war in Observationsmaßnahmen gegen die rechte Szene eingebunden und hat mehrfach seine Nichte mit auf Observation genommen, weil das unauffälliger gewesen wäre, wenn er dort mit seiner Nichte die Observation durchgeführt hat. Dazu kommt die zwei Kollegen von ihr im KKK und weitere so Mini-Sachen, die, glaube ich, jetzt hier an der Stelle dann vielleicht etwas überfordern würden oder auch zu durcheinander wären. Genauso ist die große Frage, wie kommen die auf die neun weiteren Menschen, die sie ermordet haben, also von Enver Şimşek bis Halit Yozgat. Die Angehörigen sagen, sie wollen wissen, warum ihr Sohn, ihr Vater, ihr Bruder ermordet wurde. Die Angehörigen und auch Nebenkläger, genauso wie antifaschistische Recherche, geht davon aus, dass es keine Zufallsopfer waren, die beliebig ausgewählt wurden, weil das an mehreren Stellen überhaupt nicht in der Praxis gehen würde. Als ein Beispiel der Mord an Bulgarides. Ja, ich glaube, der Mord an Bulgarides, da ist erst zwei Wochen vorher das Geschäft von ihm übernommen worden. Am Geschäft selber stand noch der deutsche Name des Vormieters. Das heißt, man hätte von außen gar nicht darauf schließen können, dass der Inhaber einen Migrationshintergrund hat. Das hätte man nur, wenn man sich damit beschäftigt hätte. Und zum Zweiten, was mit dazu kommt, der Laden liegt in einer absolut kleinen Nebengasse. Und als Drittes noch, gegenüber gab es eine Nazi-WG in dem Zeitraum, in dem dort dieser Laden die paar Wochen betrieben wurde. Als Letztes, was zumindest für uns in Thüringen mit relevant ist, sind die Verbindungen zur organisierten Kriminalität, allerdings nicht die Verbindungen der Opfer, sondern die Verbindungen der Neonazis, weil in Thüringen da das Personenspektrum sich sehr stark überschneidet. Bis dahin, Neonazis ab einem gewissen Alter bewegen sich weniger auf der Straße in Form von Demonstrationen oder auch Übergriffen, sondern sie gehen in die organisierte Kriminalität. Das heißt, sie bewegen sich in Rockerstrukturen, die ganz klar Erpressung, Menschenhandel, Waffenhandel und Ähnliches mehr mitmachen. Oder sie gehen eben direkt in Drogenhandelstrukturen mit hinein. Das probieren wir gerade in Thüringen ein Stück weit aufzuklären, kommen allerdings an die Grenzen, weil wir die Akten nicht erhalten, die im OK-Bereich uns vorgelegt werden müssen. Konsequenzen, die es seit dem Jahr 2011 gegeben hat, zum einen die Verfassungsschutzbehörden wurden gestärkt, die Gesetze wurden so angepasst, dass zukünftig Untersuchungsausschüsse nicht mehr so einfach die Verfassungsschutzbehörden unter die Lupe nehmen können. Zum Zweiten, die, glaube ich, bekommt ja jeder mit, die erstarkenden Nazi-Strukturen oder auch AfD kann man da ja auch mit reinbeziehen. Und zum Dritten, der eskalierende Rassismus. Und anstelle dessen, finde ich zumindest, was zu tun wäre, die Opferperspektive geht damit los, dass man die Namen kennt, von denen sie ermordet wurden und nicht nur die Namen der Täter. Die Solidarität mit Betroffenen, ein konsequenter Antifaschismus und der Versuch standzuhalten. Verfassungsschutz abschaffen steht höchstwahrscheinlich bei einigen auf dem Grab, aber man kann es ja zumindest als eine Hoffnung, Utopie weiter versuchen. Und das, was ich ganz wichtig finde in diesen Zeiten, ist, positive Momente zu schaffen. Die positiven Momente organisiert niemand für uns, sondern dafür müssen wir selber sorgen. Und bei dem, was gerade los ist oder was seit mehreren Jahren los ist, ist die Gefahr, dass früher oder später Leute kaputt gehen, sich zurückziehen, weil sie keine Kraft mehr haben und weil sie nicht mehr durchhalten. Und da sozusagen dafür zu sorgen, dass die positiven Momente da sind, um durchzuhalten, um weiter Kraft zu haben, weil es wird die nächsten Jahre höchstwahrscheinlich nicht einfacher werden. Und zuletzt für diejenigen, die mehr lesen wollen, zumindest ein paar Literaturempfehlungen. Ich würde jetzt gerne eine rauchen gehen und dann können wir ja noch ins Gespräch kommen. Wow.